Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video mit den Sporty Anis drehbaren Liegestützgriffen. Fangen wir an. So, da wären wir jetzt einmal bei den Sporty Anis drehbaren Liegestützgriffen und ich schaue mir erstmal die Verpackung an und dann packe ich sie auch aus. Die Verpackung ist sehr, sehr schlicht gehalten, grün, ein paar Schriftzüge, ein Foto von den Griffen. Ja, und ansonsten halt noch ein Logo von Sporty Anis. Ja, und dann hinten noch so eine Produktbeschreibung bzw. Produkteigenschaften in Englisch gehalten. Ansonsten soweit nichts Spektakuläres und ich hole sie einmal raus, die Teile. Gekauft habe ich mir die Dinger bei Amazon für knappe 17 Euro. Ist soweit, denke ich, ein vernünftiger Preis. Ne? Ja, ausprobiert habe ich schon mal einen Griff. Der ist dann halt auch offen. Und ja, jetzt schaue ich mir die Teile mal an. Ja, man sieht halt die zwei Griffe und dann noch so ein bisschen Produktbeschreibung bzw. ein Heftchen. Das schaue ich mir auch mal an. Und da sieht man halt einmal, wie gesagt, ein bisschen detaillierter die Liegestützgriffe bzw. eben deren Eigenschaften. Und hinten sieht man dann nochmal so ein paar Übungen, wie man damit vorgeht bzw. trainiert. Eigentlich ist es aber selbsterklärend soweit. Ne? Der wirklich sehr, sehr große Vorteil eben ist halt, dass man die Teile tatsächlich drehen kann während der Übung, beziehungsweise eben das so halt ausrichten kann, damit das eben deutlich angenehmer bzw. besser für die Gelenke ist. Ne? Das ist ein Riesenvorteil gegenüber solchen normalen, starren Liegestützgriffen. Ne? Von der Verarbeitung her sind sie auch vollkommen okay. Ne? Also da habe ich auch nichts großartig Negatives festgestellt. Ja, und hier unten sieht man dann halt auch, ne, eben einerseits an den Rändern solche Füße, die sind aber leider aus Hartplastik und in der Mitte so ein gummierter, filzartiger, wie auch immer, Stoff, der dann halt Rutschen verhindern soll und das klappt auch. Und dann hat man halt eben gerade auch noch gesehen, dass man die Teile drehen kann. Ne? Anfassen tun sie sich wirklich sehr, sehr gut, ne? Und wenn man dann halt diese Liegestütze durchführt, dann im Grunde passiert es automatisch, dass man halt die Liegestütze genau so hindreht, dass man super trainieren kann. Ne? Also da kann ich tatsächlich sagen, richtig gute Griffe für 17 Euro kann man die empfehlen. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.